gutes Timing. Da hinten brennt Feuer. Wollen wir da noch kurz vorbeigehen? Da oben? Waren wir. Wahnsinn, die Landschaft. Mega geil. Oh. Was vibriert. Egal. Wieder hoch, es brennt. Schade. Ein Camp voller Herumtreiber. Ihr seid die Arschlöcher, die mich überfallen wollten. Die, wir haben sie gefunden. Wollen wir das Spiel umdrehen? Drehen wir es um? Ich darf keinen von ihnen lebend entkommen lassen. Alles Vergewaltiger und Mörder. Ja, wir schnappen uns die Jungs. Da sind Männer! Angst, dass er nicht drauf geht! Knapp daneben. Hallo, ich hätte gerne eine andere Waffe. Danke. Was sagt ihr dazu? Hm? Jemand schießt zurück. Gefällt euch das? Scheiße, ich habe die Falle nicht gesehen. Ah, mein Fuß. Shit. Ich bleib mal ganz ruhig hier. Ihr Lager wird gerade angegriffen. Hier komme ich nicht durch, ich muss über die Brücke. Ah, hier ist der Bunker. Das scheint eben nicht der Letzte zu sein. Wie komme ich denn hier rein? Manchmal treffe ich so schlecht. Ich bin der Bombarde dabei.
Zählt Molotov für Sprengstoff? Nein. Here we go. Ich habe ein viel gravierenderes Problem, ne? Die Freaker, die hier gerade die verdammte Siedlung auseinandernehmen. Stirb! Da steht er. Warum verfolgen die jetzt mich? Die Brücke ist super. Ich würde die am liebsten mit dem MG hinstellen. Really? Das war's mit euch. Wie gefällt euch das, hä? Überfallen zu werden macht Spaß, hä? Ihr Drecksmörder. Wir haben es gerade geschafft, zu einem Bunker haben. Ich wette. Ja, ich habe den Bunker vorhin schon gesehen. Ich weiß genau, wo der Bunker ist. So, mein Scharfschützenfreund, ne? Das ging mal in die Hose hier. Also, die sind scheinbar... Die sind hier durchgebrochen. An der Stelle hier sind sie durchgebrochen. Sie haben es noch probiert zu verteidigen. Das Problem ist halt auch, ich habe Lärm gemacht, ne? Die wussten dann genau, wo wir sind. Ich muss mir das unbedingt angewöhnen, diesen Schrott. Immer dran zu denken, dass ich muss... Ja, komm her. Kling, kling. Ah, warte, ich kann das. Sind ja Dosen, ne? Dosen kann ich ja mitnehmen. Dosen sind. Ah, ne, das zählt nicht. Okay, ich kann es nur durchschneiden, das war's dann schon. So. Hier, Bunker. Let's go. Durch die Luke. Okay, hier kann man pennen. Die haben mir das Lager. Eine Karte. Sieht aus, als hätten sie ziemlich viel markiert. Ja, wenn wir Stufe 2 haben. Was ist das? Okay. Ja. Baseballschläger-Axt. Wenn wir Stufe 2 haben, können wir neue Waffen kaufen. Da freue ich mich drauf. Das ist ein Schweizer Allzweckmesser. Das kriegt auch Bunkertüren, aber das ist kein Problem. Du hast die richtige Ausstattung. So. Okay, here we go. Wir haben alles. Können wir in einem Schwupps zurück? Jawoll. Obwohl schon geil ist, auch durch die Gegend zu donnern. Vor allem findest du dann auch Leute, denen du helfen kannst, die du dann in die Siedlungen schickst. Das macht schon viel Sinn.
Ja, es gibt Tag und Nacht in dem Spiel. Man hat eine Uhr. Wenn du auf die Karte gehst, siehst du die oben. Ist nachmittags jetzt gerade. Macht schon, ich hab nicht ewig Zeit. Ah, ich kenne ihn. Komm mir nicht in die Quere. Ist das Beweis genug? Man müsste eigentlich viele Punkte geben. Hast du den Mistkerl gefunden? Ja. Ja, hier, der Eisenzahn. Wie du ihn wolltest. Ach, sehr schön, Dick. Du bist der Einzige, auf den ich mich immer verlassen konnte. Weißt du, ich habe keine Ahnung, wo du und Boozer hin seid. Aber es ist schön, dich zu sehen. Wir sind in der Nähe, Tuck. Wenn du was brauchst, weißt du, wie du mich erreichst. Geh zu Alkai. Ich schreibe dir Punkte gut. Ziemlich viele Punkte haben wir jetzt. Kriege ich von ihr noch einen Job? Hast du noch was? Kein Job verfügbar. 9 Fähigkeitspunkte. Yeah! Also, wo investieren wir den rein? Ich blende mich kurz aus, damit ihr das wieder seht. Obwohl, ich kann mich auch einfach kurz hochnehmen hier. Die Mitte. Bleibt Nahkampf an die Chance, kritische Treffer zu machen. Tarnangriff auf schwere Freaker auszuführen, fügt also dem Fähigkeiten hinzu bei Befreien ein. Okay. Wir machen mal konzentriertes Feuer, ja? Drücke L3, um die Konzentration zu aktivieren, die Zeit im Moment verlangsamt, sodass du präzise Schüsse abgeben kannst, die Dauer der Konzentration schwächer. Ah! Ist eine Zeitlupe. Ja, ist Zeitlupe. Wenn ich ziele. So, ganz kurz Story gucken. Was haben wir offen? Was hast du getan? Räume die verlassene Nero-Flüchtlingslage. Räume das von... Ja, das Ende der Welt, du suchst Immobilien mit einer Ernährung. Das sind die zwei, die noch übrig sind. Das bedeutet, ich kann jetzt eigentlich ein bisschen in der Gegend rumfahren und hoffen, dass ich... Ich schaue mich nochmal um. Bitte sehr. Komm bald wieder. Wendigsten Dank. Dass wir, nee, warte, ja, wir fahren da hoch. Komm. Mal schauen, was da drin ist. Nee, ich brauche keine Tipps, dankeschön. Ich skill die Sachen gerne selber für mich. Das ist die Stelle, wo Boozer gesagt hatte, da soll ich nicht hochgehen. Ja, da vorne ist ein Fragezeichen. Ich muss sie ausräuchern, die Durchfahrt sicherer machen. Wir machen es auf die schnelle Tour, ist gut. Und weg, 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 weg. Ah! Bye bye! Verdammte Freaker brennt! Ja, irgendwo muss noch eins sein. Schau mal kurz hier hinten hoch.
Vielleicht hier irgendwo eine Höhle oder so. Die können ja so weit nicht voneinander entfernt sein, nicht? Ups. Aber wenn ich abschneise, bremst er sofort. Ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Also ihr dürft euch gerne gegenseitig Tipps geben, ne? Da habe ich kein Problem damit. Könnt ihr euch schon Tipps geben. Ist das hier eins? Nein. Holy crap! Oh mein Gott! Vielleicht doch, da kann ich so nicht hoch. Vielleicht doch da oben. Ich sehe sie da unten. Okay. Wir machen das anders. Holy crap, sind das viele. Es muss da oben sein, aber ich kann das jetzt nicht tun. Ich gehe drauf. Wenn ich da jetzt hingehe, gehe ich drauf. Euch vor gar nichts beschützen. Ich glaube, die folgen mir nicht mehr. Hoffen wir es, ansonsten bin ich hier in der Todesfalle. Das sind so viele, da komme ich nicht raus. Niemals, nie wieder. Aber etwas müssen wir vorsichtshalber noch kurz tun. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Duncan! Wenn wir zurückgehen, können wir es töten oder kaputt machen oder was auch immer. Sicher nicht schlecht. Ja.
Ist gut, dass die Geräusche machen. Da weiß man immer etwa, wo sie sind. Dosen, sehr schön. Und auf der anderen Seite wieder ein paar. Noch das Ohr. Was ist, wenn sie sie gar nicht beschützen wollten, hier in diesen Lagern, sondern sie benutzt haben, um die anzulocken, um irgendwas zu testen? Na klar, gut, die Absichten waren gut, aber... Na, Nägel brauche ich nicht mehr. Eine Dose. Mit Dosen konnte ich doch... Es waren hier Rauchbomben. Ich stelle mal zwei her, ne? Keine Ahnung, ob es was bringt. Das werden wir dann sehen. Muss man eh alles mal testen. So wie... Warte mal kurz. So wie das hier. Ah, dafür ist das da. Cool. Ich kann mir gut vorstellen, dass man damit schön Headshots verteilen kann. Ich glaube, die nächsten Punkte investiere ich in diesen Zeitloop-Modus. Ich denke, den sollte man nicht unterschätzen, tatsächlich. Ja, das ist das Ohr, aber sorry, die Ohren sind so. Tanzisches Sturmgewehr. Ah, da hinten. Hab seinen Arm noch gesehen. Also, weißt du, gegen Einzelne ist es mittlerweile gar kein Problem. Aber sobald es eine Horde ist, wird es halt echt hart. Also, wir hatten unten Benzin, darf ich nicht vergessen. Wollt, aber nicht hier. Dieses Camp gehört mir. Das ist meins. Verstanden? Ja, so ist gut. Das war's für euch. Verschwindet aus meinem Camp. Wie viele von euch? Ja, die Ohren bringen gar nicht so viel. Also, das ist eben auch so ein bisschen mein Problem. Mikrorekorder. Scheiße.
Hebel. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Was das jetzt? Wie viele? Immer fester drauf. Ja, kommt. Ich will weiter suchen hier. Sie hopsen so witzig. Wenn ich sie von hinten ersteche. Bisschen brutal bin ich schon. Also. Das wäre absolute Katastrophe hier, ne? Ah, jetzt habe ich einen Schleichweg. Jetzt kann ich durchschleichen. Muss ich nicht mehr die ganze Runde laufen. Oder? Das bringt mir, das bin ich überhaupt am richtigen Ort hier? Ja. Aber ich muss was finden, so wie es scheint. Was muss ich finden denn? Ach so, erledige die Freaker im Camp. Ja, das, Jersey? Ist. Ah, hier. Ja, Nento, dankeschön! Ich liebe dieses Spiel. Nebenbei zocke ich und schau dir zu. Dankeschön. Das freut mich zu hören. Dankeschön. Das ist ehrlich. So, was jetzt? Lege Mauerpfeffer bei Saris Gedenkstätte ab. Ah! Oh. Wo ist sie denn? Wo ist die Gedenkstätte von ihr? Ah, da oben. Ich sehe Sarah stehen. Mit H. Sarah. Hey, ich bin's. Der arme Mann. Oh. Deacon, ich muss dir was sagen. Schon okay, es ist nur mein Arm. Du hast gesagt, wir sollten nicht zurückkommen. Ich hab nicht auf dich gehört. Ich meine, ich wusste, es wird schlimmer, aber... Keiner von uns wusste, dass das passieren würde. Nicht so schnell. Du verstehst das nicht. Was sollte ich denn machen, wenn ich dich verliere? Das ist meine Schuld. Hey. Niemand verliert irgendwen. Ich hab's versprochen, weißt du. Deacon, warte! Sarah, komm schon! Da ist dein Kind! Warte! Hey! Hey, bist du okay? Komm, wir finden deine Eltern, okay? Wir müssen wirklich los! Komm! Sie hat ein Messer! Oh, verdammt. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Scheiße. Okay, halt das hier fest, drück es ganz fest drauf. Kannst du laufen? Ich glaube nicht, aber ich kann gehen. Okay, das reicht. Fast da. Okay. Vor 2 Stunden war hier alles voller Bullen. Ja, sie müssen evakuiert haben. Ja, sie sind wohl geflohen. Sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich. Es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Lauf. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay.
Hier, vielleicht kannst du dich da ausruhen. Hey, langsam, langsam. Sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert, weißt du? Wir haben immer zusammen Verstecken gespielt. Sie hat immer den Kopf in den Mantel gesteckt, einfach so. Ich hatte schon Stichwunden, aber nicht solche. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Sieh doch nur. Wir müssen hier weg. Können wir nicht lang. Komm. Na gut. Hey, Süße, kannst du gehen? Okay. Rosa. Ja, ich hab sie. Für uns hier raus. Ihr habt sie geteilt! Okay, ganz ruhig, warte, langsam. Was machen wir? Okay, du lenkst ihn ab. Ich versuche, mich vorbeizuschleichen. Okay. Nichts passiert, nichts passiert, GG. Ich pack das, geh! Scheiße! Hey, ich bin unbewaffnet! Ich bin unbewaffnet! Raus hier! Hören Sie zu, hören Sie zu! Meine Frau ist hier draußen, sie ist verletzt. Wir wollen nur aufs Dach! Verschwinden Sie! Helikopter! Wir haben sie getötet! Hören Sie, wir haben nur eine Frau getötet! Oh, nein, Moment. Ich weiß nichts davon, dass Ihre Frau getötet wurde. Das tut mir wirklich sehr leid, aber wir haben nichts getan! Wir haben nichts getan! Jetzt gib mir die Waffe! Gib mir die Waffe! Wir haben sie getötet! Wir haben sie geschossen! Stopp! Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht, sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien! Ich hab nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur für zwei? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie, na los! Da kommt sie. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen warte, zu diesem... Warte. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jacks. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Gänsehaut pur.
Malte, danke schön für den Sub, Mann. Vielen, vielen lieben Dank für den wahnsinnig netten Text. Ich folge dich schon seit den Anfängen von Destiny 1 und bewundere, mit wie viel Hingabe und Disziplin du das Ding rockst. Deine Guides haben mir schon oft langes Herumirren erspart. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank für die netten Worte. Und das andere hoffe ich definitiv auch. Mal gucken. So, ich habe halt alles deaktiviert während den Cutscenes, weil ich will den Moment nicht zerstören. Deswegen kein Ton von mir, kein Bild von mir, sondern nur die Emotionen von der Cutscene. Aber ich blende mich dann immer ganz kurz ein, damit man sieht, dass ich es noch gesehen habe. Du hast deine Ruhe, okay? Ich komme wieder her und ich weiß, du würdest das nicht wollen, aber Boozer hat wohl recht. Ich kann nicht anders. Wie gesagt, ich komme wieder. Wir sind schön weit. Nicht mehr viel fehlt. Sehr gut. Boozer, noch ein Nero-Hubschrauber. Ich frag mich, was die hier wollen.